The verse number 8. Verse 8. So Paul says, yeah, doubtless, and I consider all things but lost. Oh, my Father. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust. Now, last week we talked about the fact that all things are ours. Letzte Woche sprachen wir über die Tatsache, dass alle Dinge uns gehören. And all things are in Christ. Und alle Dinge befinden sich in Christus. So God has given to us all things by giving to us Christ. Also Gott hat uns alle Dinge gegeben, indem er uns Christus gab. But we cannot receive Christ. Doch wir können Christus nicht annehmen. Until we lose all things. Bis wir alle Dinge, die wir vor Christus gehalten haben, loslassen. What are you still holding? Was hältst du noch fest? In which you think that is what will pave you favor before the Father. Indem du denkst, wenn ich diese Sache festhalte, ich werde wirklich bevorzugt vor dem Vater sein. There is nothing. Es gibt nichts. Amen. Amen. Apart from Jesus Christ. Außer Jesus Christus. Everything is in him. Alles ist in ihm. All what God can give to man is in him. Alles was Gott dem Menschen geben kann ist in ihm. So we cannot get him and another thing. Dementsprechend können wir ihn nicht bekommen mit einer anderen Sache it zusammen. Is Jesus Christ plus nothing equals to everything. Es ist Jesus Christus plus nichts ist gleich alles. It's all about Jesus. Es geht nur Jesus. Amen. Amen. So why at times people complain? Why are you talking about Jesus? Jesus. There is nothing else to talk about because all things is about Jesus, including you, including your situation, including your career, including your business, including your health. Everything is about Jesus. So when you hear of Jesus, you are then hearing that which reveals concerning you. And so when we come into oneness with who he is, God is not amending us. He's not trying to refurbish us. He's not trying to make us better. God has taken us out of the equation and has replaced us with one named Jesus Christ. Amen. Until we come in terms with what God has done, that we see Jesus and say, he is me. What he is who I am. Amen. Then we are divorced from religion. Amen. And we have come into reality. It's where we begin life. Amen. Von hinten angefangen. Genau da beginnen wir das Leben. Wir beginnen das Leben, wenn wir Jesus annehmen und alles andere loslassen. Also bis wir wirklich die Religion, bis wir alles andere loslassen. Wir sind nicht in der Lage, wirklich das zu manifestieren, was Jesus ist. Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass alles, was uns angeht, unsere Arbeit, unsere Kinder, deine Aktien, deine Grundstücke, BMW und was auch immer du so gerne fährst, alles, was dich angeht, ist Jesus Christus. Denn warum? Der Herr hat alles in ihm zusammengefasst und er hat ihm uns gegeben. Deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, dass wenn es danach geht, nach der Wahrheit zu leben, müssen wir zuerst alles andere loslassen und Jesus ergreifen. Paul says that I count all things but loss for what? The excellency of the knowledge of Christ. Und Paulus sagt hier, ich betrachte alles als Verlust. Und warum? Nämlich um der Unbetrefflichkeit, unbetrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi. Everything is lost. Alles andere ist Verlust. So that I will get that which is greater. Damit ich den Größeren bekomme. We want him. Wir möchten ihn haben. We want his benefits. Wir möchten seine Vorzüge haben. We don't want to let go. Aber wir möchten nicht loslassen. That which identifies with us. Also das, was sich mit uns identifiziert hat. We are mistaken. Also da sind wir wirklich irrtümlich. God. Gott. Has orchestrated a replacement. Also Gott hat einen Ersatz, eine Ersetzung wirklich strukturiert und gestaltet. Because we all were in him. Denn wir alle waren in ihm. And so when we fell, doch als wir abfielen, God has to redeem him. Also Gott müsste ihn wieder erlösen. In order to redeem us. Damit er uns erlöst. That's why you didn't need to go to the cross and die. Das ist der Grund, warum du persönlich nicht zum Kreuz gehen brauchen, um zu sterben.
The one who represents you. Sondern deine Vertretung ist Gott. The one Gott. In whom you are in. Also derjenige, in dem du bist. Is the one that needs to be punished. Ist derjenige, der bestraft werden muss. Hallelujah. Hallelujah. Is the one that needs to die. Ist derjenige, der zu sterben brauchte. So that you and I can be redeemed again. Damit du und ich heute wieder in Verbindung mit ihm treten können. So that which count today. Also das, was heute zählt. Is the surpassing knowledge of Jesus Christ. Nämlich ist es die übertreffliche Größe der Erkenntnis Jesu Christi. Every other thing. Alles andere is a dung. Ist wirklich einfach Müll. It has no value. Also sie haben keinen Wert. Only thing that counts today. Das einzige, was heute zählt. Some of us, we will know that now. Or later. Also manche von uns werden das entweder jetzt begreifen oder erst später. Amen. Amen. Others will only know that when they stand before his feet. Aber manche werden das erst erkennen, wenn sie vor seinen Füßen stehen, also wenn sie Amen. Die Erde verlassen haben. It's all about him. Aber es geht wirklich Believe nur um ihn. Me, people of God. Glaubt mir, Volk Gottes. So what God is communicating to us today? Doch was Gott uns heute übermittelt, is the knowledge of Jesus Christ. Ist die Erkenntnis Jesu Christi. Nothing else. Nichts anderes. It's about Jesus. Es geht um Jesus. Paul tells us. Paulus sagt uns. In Philippians 1, the verse 21. In Philipper 1, Vers 21. He says, for me. Was mich angeht. To live. Zum Leben. Is Christ. Ist Christus. And for me. Und für mich. To die. Zu sterben. Is gain. Das ist Gewinn. Halleluja. Halleluja. He was not just saying the fact that when he leaves this world. Ja, also er sprach nicht nur um die Tatsache, dass wenn er diese Welt verlässt, when he died to religion, nämlich als er zur Religion starb, when he dies to that which has, you know, given him an identity. Er starb zu dem, was ihm eine Identität geschenkt hat. Is gain. Das ist für ihn Gewinn. Halleluja. Amen. So in order for us to gain, doch damit wir gewinnen, we must loss. Müssen wir zuerst verlieren. Amen. Amen. So losing to gain. Also wir verlieren, um zu gewinnen. So Paul tells us in conclusion, zum Schluss sagt uns Paulus, he says, I am crucified with Christ. Nämlich mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich. Crucified with Christ. Mit Christus gekreuzigt. The Paul. Ja, der Paulus. Of the stock of Israel. Der aus dem Geschlecht Israel. The Hebrew of the Hebrew. Ja, der Hebräer von den Hebräern. The man with zeal persecuting the church. Ja, derjenige, der so voller Eifer ist, dass er die Kirche bzw. die Gemeinde verfolgt hat. The one that was circumcised the eighth day. Derjenige, der unbedingt am achten Tag beschnitten werden muss. Says that Paul. Genau dieser Paulus is crucified with Christ. Ist mit Christus gekreuzigt. Nevertheless, dennoch I live. Lebe ich. He says, nevertheless I live. Dennoch lebe ich. But not I. Aber nicht ich. The Paul that lives is not the Paul that was attached to religion. Nämlich der Paulus, der nun am Leben ist, ist nicht der Paulus, der sich vorher mit der Religion vereint war. But Christ lived. Sondern Christus lebt in mir. Glory be to God. Ehre sei Gott. Can you confidently say Christ lives in you? Kannst du? No, please today say it confidently. Also kannst du aus Zuversicht sagen, dass Christus in dir lebt? Also wirklich heute aus dem Herzen, aus Zuversicht.